Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe gerade bewundert, wie meine Haare so einfach abstehen. Ja, also hallo, ich begrüße dich ganz herzlich. Ja, reden wir gleich über die Wimpern, weil die werden euch wahrscheinlich als erstes auffallen. Ich habe mir vor 2 Tagen Wimpern machen lassen. Ich habe auf Instagram schon mal darüber erzählt, dass ich wieder voll Lust habe, ja, Wimpern zu haben. Deswegen habe ich mir einfach welche wieder angeklebt. Kurz bevor ja jetzt Lockdown ist. Bei uns in Österreich ist ja jetzt wieder harter Lockdown. Also jetzt nicht in ganz Österreich, sondern nur in 3 Bundesländern. Und zwar in Wien, Niederösterreich und Burgenland. Das sind einfach die, ja, ich sage mal so, Wien ist die Hauptstadt. Das sind einfach sehr, 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 sehr viele Menschen. Und ich glaube, dass einfach die, ja, Krankenhäuser, Intensivstationen überbelastet sind, deswegen ja, haben sie jetzt wieder zugemacht. Zuerst nur für 1 Woche, dann haben sie Wien für 2 Wochen verlängert. Natürlich mussten sie die anderen Bundesländer wie Niederösterreich und Burgenland auch auf 2 Wochen verlängern, sonst hätte das null Sinn gemacht, sonst wären die Leute dann zu uns hier einkaufen gefahren oder ja, also jetzt haben wir ungefähr 2 Wochen. Lockdown, die Kinder haben ja sowieso Ferien und danach ist ja wieder Homeschool, dies, das und so weiter. Der Papa ist mit Michelle und Lara beim Zahnarzt, die haben heute einen Mundhygienetermin. Da wird's, das ist, kennt man, oder? Mundhygiene, das ist so eine spezielle Zahnreinigung. Und die anderen schlafen noch, richtiges Ferienmodus und ich. Also die Lisa schläft noch, der Philipp schläft noch und der Patrick schläft noch. Ja, und ich bin jetzt im Badezimmer, weil ich möchte ein bisschen meine Haare glätten, weil ich wache immer mit den ärgsten Sturmfrisuren auf. Jetzt habe ich mir gedacht, bevor ich die Haare jetzt wieder in den Dutt zusammen mache, werde ich sie ein bisschen ja, glätten. Das mache ich jetzt. Kaffee machen, meine E-Mails bearbeiten und dann muss ich putzen. Weil ich hatte sehr, sehr viel Stress die Tage. Also hintenrum läuft ein bisschen was, über das ich glaube, ich gar nicht so großartig reden darf. Oder doch? Bin noch nicht so informiert. Auf jeden Fall bereite ich mich gerade für eine Fernsehsendung vor, die in Österreich ausgestrahlt wird. Ja, nicht so eine große Sache, also was Cooles natürlich. Aber ich will da jetzt auch kein großes Ding draus machen. Auf Instagram werde ich es auf jeden Fall dann auch erwähnen. Vielleicht auch auf YouTube natürlich. Ja, deswegen habe ich so viel zu tun gehabt und deswegen kam auch letztens kein Vlog online, weil es einfach keine Zeit dafür war. Also weil keine Zeit dafür war. Na gut, mit dem Kaffee, E-Mails, let's go. Mal bitte, wer wach geworden ist. Mamas Dino-Baby. Ja. Und die Lisa ist auch schon im Wohnzimmer. Ja, guck. So, ich habe so einen Bucksack. In den bucke ich ihn dann immer nachts ein. Dann hat er dann so die Arme hier verschränkt. Schaut mal. So irgendwie halt. So schaut das dann irgendwie aus. So in der Art. Und dann schläft er so gut, gell? Den kleinen Mann habe ich jetzt frisch umgezogen und frisch gemacht und jetzt werde ich ihn ein bisschen stillen. Die Lisa spielt da hinten ein bisschen im Playmobilhaus. Ich habe noch einiges zu tun. Meine E-Mails habe ich noch nicht fertig, aber Laptop jetzt mal kurz weggetan, weil das geht sowieso nicht stillen und Laptop. Und ja,
Wäsche waschen. Wie immer natürlich Wäsche waschen ist ja irgendwie was wie Zähne putzen bei einer Großfamilie. Es geht nicht ohne. Geht nicht ohne. Können wir nicht schauen? Na gut, auf jeden Fall. Muss ich immer auf jeden Fall machen jetzt. Und das machen wir ganz privat, gell? Hallöchen, meine Lieben, auch von mir. Ich bin wieder zu Hause. Ich war heute mit Michelle und mit Lara beim Zahnarzt. Wir haben heute Mundhygiene gehabt. Und haben wir Abflüge. Ja, und wie gesagt, aber jetzt bin ich in der Küche. Ich habe schon schnell was zum Kochen begonnen. Auf den Herd habe ich jetzt ein Kartoffelgulasch. Yummy. Ja, und ich werde auch essen und danach wieder von zu Hause weggehen, weil ich habe heute Physiotherapie. Und nach der Physiotherapie muss ich noch zum Orthopäde. Ich habe heute extrem viel zu tun, also der Tag ist voll verplant. Und ich muss noch geschwind unten noch eine Waschmaschine einschalten. Die Mama ist jetzt noch am Arbeiten. Also sie arbeitet irgendwas am Laptop. Deswegen bin ich heute DJ Waschmaschine. So, mein Essen ist jetzt fertig. Ich muss noch Gewürze dazu geben, also Dille, und dann kann ich gleich essen. Ich habe einen Bärenhunger. Ich bin fertig mit Arbeiten. Yay! Der Papa ist jetzt auch schon ready to go. Jetzt ist er. Ich will mal Sport treiben. Sport betreiben, genau. Die Kinder sind im Garten, also die Mädels, die drei. Und der Patrick ist unten, oder? Der Patrick ist unten in seine Zockhöhle. Zocken. Die Ferien werden richtig ausgenutzt. Aber sollen sie auch, ne? Der Kleine schläft jetzt im Nestchen und ich werde jetzt putzen. Yeah. Fangen wir mal. Ich glaube, ich werde den Kleinen in die Trage packen. Du hast die Waschmaschine eingeschaltet, oder? Ja. Also, hör dir das mit eingeschaltet. Und wie sollen sie mir das mitteilen? Schreiben die Kommentare. Genau, schreibt es in die Kommentare. Hör dir die Waschmaschine eingeschaltet. Bis ich das sehe, Papa, morgen dann. Sind schon drei Waschmaschinen. Ja. Gewaschen. Na gut. Komm nicht zu spät. Du gehst dann gleich zur Ärztin? Zur Physiotherapie. Nein, zur Orthopädin, oder? Ja. Gehst du auch. Hast du deine Unterlagen dabei? Geldtasche? Geldtasche, ja. Okay. Bye. Es ist schon late, sehr late. Late? Late. Tschüss. Ciao, ich schau kurz nach die Kleinen. Ja. Schaut mal, was machen meine Mädels? In Grandelim ist Wasser. Wasser? Bitte nicht zu extrem anspritzen, ne? Die Hunde sind bei euch, Michelle, oder? Ja. Luisa, bist du ein Feuerwehrmann? Wow! Ich will das Wasser reingeben, Mama. Willst du das Wasser reingeben? Sehr cool. Ihr tut euch bitte nicht gegenseitig anspritzen. Sehr cool. Ich kann nicht gerade machen. Kann man das nicht enger machen, Michelle? Doch, aber... Das kein Bock. Da muss man selber die Schnüre reingeben. Achso, okay. Ich habe nochmal da. Gut, ich bin drinnen, wenn ihr was braucht. Ich gehe jetzt ein bisschen putzen. Wer hat denn hier den Dino eingegraben? Ja. Sehr schön. Ich werde jetzt die Zeit nutzen, wo der Kleine schläft und werde die Küche aufräumen, wenn die schon richtig schön aus. Das ist halt immer so Standard. Wenn der Papa kocht, dann ist halt die Küche. Ja, ist egal. Ich werde auf jeden Fall hier ein bisschen klar Schiff machen, weil. Ich stresse das enorm, dass da so alles herumliegt und ja, die Herdplatte zum Beispiel so anschauen mit Brösel und so. Ja. Deswegen schnell aufräumen. Ich hoffe, dass er noch schläft. In letzter Zeit lässt er sich nämlich nicht so gerne ablegen, aber wir werden es sehen. Thank you.
das war jetzt stressig, weil ich musste mich schnell beeilen. Also die Küche ist immer fertig, ich muss noch zumachen und einschalten. Aber sonst habe ich hier aufgeräumt, noch den Tisch. Ja, leider ist der Kleine jetzt aufgewacht, der Patrick ist jetzt bei ihm. Er ist momentan nicht wirklich ablegbar, also ein paar Minuten schläft er dann allein und dann boop, macht er die Augen auf. Und ja, da tut es mir dann irgendwie leid, dass ich nicht sofort die Trage genommen habe. Wenn er dann richtig wach ist, dann ist es wieder schwieriger zum Einschlafen. Ja, egal, ich schalte mir jetzt den Geschirrspüler ein und gehe dann zum Kleinen. Und schauen wir mal, was ich heute noch schaffe. Das ist so stressig, wenn man so immer abgehackt arbeiten muss oder putzen. Ist ein bisschen anstrengend, aber jo, schafft man auch. So, ich habe ihn jetzt in den Trage gepackt und bin im Badezimmer, wie ihr vielleicht hört. Ich werde jetzt nämlich das Badezimmer putzen, weil das kann man vielleicht an den hübschen Zahnputzflecken erkennen, dass das auch ein bisschen Pflege nötig hat. Genauso wie die ganzen Duschgel, die niemand wegräumt nach dem Duschen. Kennt ihr das? Ich sage das meinen Kindern jedes Mal. Könnt ihr bitte, nachdem ihr fertig seid, eure Sachen wegräumen? Ja, wird nicht gemacht. Läuft. Ja, und da oben seht ihr das. Wir haben so einen Pipi-Trainer für die Luisa gekauft. Aber sie findet ihn, also sie findet ihn toll. Aber sie meldet sich zu spät. Ja, manche Kinder brauchen länger beim Sauberwerden. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei den anderen Kindern war, aber auch so rund um den dritten Geburtstag, ein bisschen früher oder später. Also ja, jedes Kind ist anders und deswegen stressen wir sie nicht. Wenn sie noch ein bisschen braucht, dann braucht sie noch ein bisschen. Und ja, manche Kinder sind natürlich super schnell sauber, manche brauchen länger. Also ich sag's so, wie es ist. Manchmal bekomme ich komische Kommentare. Lisa hat noch eine Windel. Und ja, das ärgert einen natürlich als Mama. Aber ist halt manchmal so. Kinder sind halt, ich kann sie nicht zwingen, aufs Klo zu gehen, wenn sie es nicht will oder wenn sie nicht kann. Und ich mache da keinen Druck. Ich finde, das ist die beste Erziehung, die Kinder nicht unter Druck zu setzen und sich auch selbst nicht unter Druck zu setzen. Natürlich, ich bin hier öffentlich und dann sehen die Leute das und dann habe ich so ein bisschen einen Angriffspunkt. Ja, aber auch ich werde dadurch verletzt, wenn man das irgendwie so kritisiert und ja, unterspricht. Egal, ich wollte euch nur das mal, weil es jetzt gerade hier so steht, es war gar nicht geplant, darüber zu sprechen, aber that's the life, Leute. Ja gut, ich mache mir jetzt mal ans Badezimmer ran, aber das filme ich jetzt nicht mit. So, meine Lieben, ich habe jetzt doch nicht das Badezimmer geputzt. Ich weiß gar nicht mehr, wo war ich denn? Ich wollte das Badezimmer putzen, aber ich wollte das Badezimmer nicht mit dem Kleinen der Trage putzen, wegen einfach diesen, ja, vom Putzmittel, diese Sachen, die er dann vielleicht einatmet oder so. Das war mir dann so ein bisschen zu riskant. Deswegen habe ich mir dann den Hühler gepackt und habe so diese Polster-Sitzdinger von den Hunden abgesaugt. Der Papa ist ja auch schon wieder da, der hat mir dann ein bisschen geholfen. Und ich zeige euch mal das Wasser, weil das ist richtig abartig. Anders ekelhaft, also bitte gebt euch das. Das sieht aber so wie Erde aus und das sind so lecker Haare dabei. Ja, das kommt von nur den zwei Pölstern-Dings da, die wir aber täglich ausschütteln und sowas. Aber ja, da kann man sich vorstellen, die Hunde tragen sowas schnell mal rein. Und ja, jetzt muss ich den Kleinen nehmen, weil der ist ein bisschen unruhig und der schläft heute halt nur auf mir und ist deswegen kann ich jetzt nicht weiter putzen und so weiter. Das mache ich dann morgen. Schauen wir mal. Morgen ist auch noch ein Tag. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch was Kleines zu Abend essen und dann ins Bett, weil schon wieder zu viel heute am Programm stand. Deswegen verabschiede ich mich mal schon vom Vlog und ich gehe dann den Kleinen holen. Tschüss!